Deutschlands höchstdotiertes Skatturnier, die Skat Masters in Berlin. 100.000 Euro Preisgeld werden ausgespielt, allein 25.000 Euro nur für den Sieger. Nach monatelangen Vorrunden im Internet kommt es jetzt in Berlin zum ultimativen Showdown. Prominente wie der Filmbösewicht Claude-Oliver Rudolph sind mit von der Partie. Denn es geht um einen guten Zweck. Der Veranstalter Game Duel spendet 5.000 Euro für die Kinderkrebshilfe. Was ich klasse finde, ist erstmal, dass wir es für einen guten Zweck machen. Die armen Kinder haben ja keine Lobby und dafür finde ich das erstmal toll. Und deswegen bin ich auch gekommen. Deswegen ist auch mein Kollege gekommen. Ich finde es auch gut, die Kombination. Also die Bösewichter und die Gangster aus dem Kino kommen hier und spielen. Wir haben natürlich gegen die ganzen Profis keine Chance. Hier ist eine Weltmeisterin dabei, hier ist ein deutscher Meister dabei. Was sollen wir da machen? Aber wir schlagen uns tapfer und redlich und das ist ja für einen guten Zweck. Viele tausend Online-Spieler nahmen an den Skat Masters teil. 100 spielen jetzt im Berliner Maritim Hotel. Unter den strengen Augen der Spielleiter vom Deutschen Skatverband werden die Teilnehmer am TV-Finale ermittelt. Also ich meine, wir haben es mit einer sehr, sehr fairen Veranstaltung hier zu tun. Insofern, es geht um sehr viel. Und trotz allem haben wir eine, für meine Begriffe, hervorragende Atmosphäre. Die Spannung steigt Stich für Stich. Nicht nur bei den beiden Prominenten Claude-Oliver Rudolph und Werner Dehn, die gegen die Masters-Teilnehmer antreten. Aber vor der Gehschnitzel war ich auch schon gewonnen. Ja, super gut. Ich habe mich total amüsiert eben beim Spiel. Das war total klasse. Vor allem, ich habe gewonnen. Ich habe es alle abgezogen. Wirst du dich jetzt auch mal auf irgendeine Website verirren, wo es was zu spielen gibt vielleicht? Ich denke schon. Nach den ersten Qualifikationen gibt es immer noch eine Chance in der Trostrunde. Am zweiten Tag geht es an den letzten 6 Tischen um die Chance auf das ganz große Geld. Nur wer sich hier durchsetzt, nimmt am TV-Finale teil. Mann, da sind noch so viele Spiele. 10 Gro Hand mit rein, bist dabei. Gute Nerven, eine gewiefte Taktik und die richtigen Karten entscheiden jetzt über das Weiterkommen. Und hier sind die Finalisten. Ich bin 26, also seitdem ich 12 Jahre alt bin, habe ich immer versucht, Vater, Opa, die immer Skat gespielt haben, da mitzuspielen, weil das hat mich schon fasziniert. Gehört sehr viel Glück dazu, auf jeden Fall. Aber man muss es auch irgendwo beherrschen. Die Konkurrenz war eigentlich stärker, wie ich gedacht habe. Ja? Ich war eigentlich in allen 3 Serien, war es ganz knapp. Ja, da musste ich dann wirklich... quasi die Erfahrung muss da manchmal helfen. Nun ja, jetzt hat es bis jetzt geklappt. Ja? Jetzt habe ich eigentlich schon hohe Ziele. Ja? Denn eigentlich beherrsche ich schon den Skat. Ja? Heißt konkret? Ich möchte eigentlich Erster werden, gar keine Frage. Also es waren teilweise Spieler drin, die haben, ich würde sagen, die sind nervös geworden und sind auch dadurch ausgeschieden. Aber von der Spielstärke her, insbesondere jetzt die letzte Serie, die war sehr stark von der Spielstärke her und es ging auch ganz schön eng zu. Ich spiele online und auch sonst privat. Skatspielen ist für mich ein schönes, beruhigendes Hobby. Einen wunderschönen guten Abend zum Finale der ersten Skat Masters aus Berlin. Ja, viele, viele Tausende von Teilnehmern haben online mitgespielt und 6 Finalisten sind übrig geblieben. Wir steigen direkt ein zum ersten Halbfinale. Und natürlich bin ich nicht alleine, sondern ich habe Kompetenz pur an meiner Seite. Und zwar in Form des ersten und einzigen professionellen deutschen Skatlehrers Thomas Kinnback ist bei mir. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Thomas. Hallo. Ja, wir sehen hier das erste Halbfinale und
drei Spieler und ich glaube alles in der Skat-Szene zumindest relativ bekannte Leute, Thomas. Ja, der Andreas ist ein sehr guter Spieler. Ich kenne ihn von vielen Turnieren. Auch der Joachim ist ein so ein guter Spieler. Wir haben auch schon einige Mal gespielt. Der Roberto ist allerdings ein Hobbyspieler, den kenne ich nicht. Er spielt wohl auch nur online. Nur so kann man sich ja auch hier qualifizieren für das Masters-Finale. Ja, ganz wichtig. Also bei diesem Skat Masters, da haben sich die Spieler online registriert, genau, und online qualifiziert für das Finale. Tausende haben mitgemacht. Nur so geht es hier. Ja. Aber der Reiz liegt natürlich darin, der Profi tritt an gegen den Amateur, der Kneipenspieler, der Hobbyspieler, gegen vielleicht sogar den Vize-Europameister. Das genau war Thomas Kinnback zuletzt im Jahre 2003. Halt, ich habe übertrieben, du warst nicht Europameister, du warst Vize-Europameister. Ja, richtig. Hatte ich auch mal Glück gehabt, genau. Das glaube ich. Glück gehört ja mehr dazu. Es kommt aber auf die Distanz an und hier haben wir immer nur eine Serie gespielt wird. Und da hat eben auch gerade der etwas ungeübtere Spieler auch sehr gute Chancen, weiterzukommen, weil eben dann doch das Kartenglück eine ganz herausragende Rolle spielt. Das heißt, selbst ich könnte dich schlagen mit ein bisschen Kartenglück bei so einem Turnier. Ja, ich denke schon. Ich weiß ja nicht, wie du so spielst, Nikolaus. Ich habe ja gehört, dass du auch schon früher, als du jünger warst, da ganz schön scharf gespielt hast. Ich bin immer noch jung, aber wir steigen mal ein direkt ins Geschehen hier, ins erste Halbfinale. Andreas Steiger. Ja, wir sind hier schon aus dem letzten Spiel. So ist es. Es war eigentlich auch schon vorher entschieden, muss man sagen. Der Atem hatte schon über 400 Punkte Vorsprung auf den Andreas, sodass also dieses letzte Spiel, was den Andreas noch gewinnt, nicht mehr spielentscheidend war. Der Joachim hat sich also als erster von diesem Halbfinale qualifiziert für das Finale. Und Andreas kann jetzt nur noch hoffen, als bester Zweiter weiterzukommen, denn es kommt ja darauf an, was an im zweiten Halbfinale läuft. Das allererste Spiel, das war ein Pick mit Vieren. Den habe ich schon Jahre nicht mehr verloren. Auf Passe mit 7 Trumpf. Ich denke, nein, jetzt spielst du genau mal ein schönes Finale mit und gehst direkt baden. Also das war gar nicht schön. Das Weiterkommen in der letzten Runde mit der Entscheidung, einen Pick Hand, den ich normalerweise reize, doch nicht zu reizen mit dreien, weil ich gedacht habe, der eine versucht dich nur über den 44er Wert zu heben, um selber weiterzukommen, was ja auch Taktik ist. Und das ist eigentlich das Weiterkommen, weil es war eher eine Hebung und er hat sein Spiel verloren, sonst hätte ich verloren. Das war auch die entscheidende Runde, ne? Das war das vorentscheidende Spiel, das war das Highlight. Ja, es sind nur 6 Leute da und das Ziel ist dann eigentlich schon unter den ersten 3, weil sonst hätte man keins. Also ich möchte eigentlich unter die ersten 3 kommen, wenn es geht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es waren 2 erlebnisreiche Tage. Man hat viele Freunde, die man bisher nur übers Internet kennengelernt hatte, persönlich kennengelernt. Das Niveau des Skatspiels in diesen 2 Tagen war sehr hoch. Und die Spannung stand regelrecht über dem Saale, wie es jetzt zur Sache ging, dass die letzten 6 Spiele ausgespielt wurden. Skatspielen ist für mich eine oberaffengeile Sache. Begründung warum? Man kann sich mit anderen Mitspielern messen und sieht dann, wer last but not least der Bessere ist. Ich bin von Haus aus ein Siegertyp, habe immer zum Ziel zu gewinnen. Sollte es nicht klappen, werde ich aber auch nicht böse sein. War stark, eigentlich sehr stark, im letzten Finale knapp durchgesetzt, aber hat zum Glück gelangt. Spaß haben, schauen, was rauskommt. Im Endeffekt kann ich nichts mehr verlieren. Also einfach offen sein. So, und damit steigen wir ein ins zweite Halbfinale. Und auch hier trifft wieder Profispieler auf Hobbyspieler Markus Bindel aus Neumarkt bei Nürnberg. Er hat noch nie an einem großen Skat-Turnier teilgenommen.
und spielt aber seit 2 Jahren Online-Skat. Er spielt gegen Günter Hack und Roland Bünten. Und so wie ich das verstanden habe, ist Roland Bünten alles andere als ein Unbekannter in der Szene. Ja, das ist richtig. Der Roland ist einer der besten Spieler der Welt, zweifellos. War schon Europameister 1995, Vize-Weltmeister, etliche große Turniere gewonnen. Er ist ein ganz großer. Ziemlich lieber Roland. Ja, der Günther kommt aus der Pfalz, wo ich auch wohne. Spielt schon über 40 Jahre Skat, aber hat auch lange pausiert und hat jetzt wieder Online-Skat angefangen. Was macht denn hier mit mir? Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ins Geschehen ein, Thomas. Genau. Markus Bindl hat das Spiel an sich gerissen. Kreuz 10, K.O. 7 im Skat. Was spielt er? Ja, er wird ein einfaches Kreuz jetzt spielen. Auf jeden Fall die blanke Herz 8 drücken. Und wie kommst du raus? Mal sehen, was er noch legt. Wahrscheinlich Karo König. Ich würde damit jetzt einen Grand versuchen. Ja, das ist doch ein bisschen gewagt. Er ist ja nicht vorne. Er hat nur 2 Bauern, nur 2 Asse. Das heißt nicht vorne, er kommt nicht raus. Er kommt nicht raus, genau. Ja. Und man muss hier auch sagen, das ist das letzte Spiel. Vor dem letzten Spiel liegt der Markus mit 340 Punkten vorne. Vor dem Roland. Das heißt, daher wird hier kein Risiko mehr eingehen. Ja, er ist auch gar nicht mehr einholbar. Selbst wenn er das Spiel jetzt verliert, wird er den Tisch gewinnen. Von daher ist das Spiel eigentlich nicht mehr für den Ausgang entscheidend. Also das heißt, auch beim Turnierskat, man spielt eigentlich mehr sichere Spiele. Man geht nicht allzu viel Risiko. Genau, es kommt immer darauf an, über welche Distanz das Turnier geht. In der kurzen Distanz geht man mehr Risiko. Ist das ein längeres Turnier, dann eher so kontrolliert. Ja, denn ein verlorenes Spiel ist kaum einholbar. Ja. Genau, wenn man eins verliert, muss man ja wieder 2 dafür gewinnen, um das auszugleichen. Absolut. Also, und Markus Bindl, hier der Mann, der noch nie ein Skat-Turnier gespielt hat, der liegt vorne und der scheint das Match zu machen. Ja, das ist bemerkenswert. Ja. Er ist wirklich ein Hobbyspieler und geht hier völlig unbedarft an die Sache ran, hat aber Erfolg. Also, er kriegt natürlich auch das Material, hat aber keine Angst vom Reizen und ist da sehr erfolgreich, mit ein bisschen Glück. Ja, und der große Favorit sitzt in der Mitte und der sieht sich hier von einem Außenseiter überrollt. Genau, aber er wird ja jetzt Zweiter hier am Tisch. Hat mit 915 Punkten auch wird er dann ins Finale kommen, denn an Tisch 1 hatte ja der Andreas Steiger als Zweiter nur 753 Punkte. Sodass er sehr glücklich jetzt als Zweiter noch ins Finale einzieht. Was er aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht weiß, weil er ja nicht weiß, was an Tisch 1 jetzt gerade gelaufen ist. Genau, jetzt wollen wir mal schauen, die letzten beiden Stiche stehen an und spannend ist es im Grunde genommen hier jetzt nicht mehr, denn Markus Bindl ist längst zu Hause. Genau. Nein, er hat verloren, die Gegenpartei hat schon 61, von daher war es schon nicht mehr spannend. Es war nicht mehr spannend, aber er ist zu Hause, damit meine ich, er ist im Finale. Ja, im Finale ist er das. Und das ist für den Mann ein Riesenerfolg. Ja, auf jeden Fall, jetzt hat er ja schon mal mindestens den 3. Platz sicher und das sind ja immerhin 10.000 Euro. Und das kann jeder gewinnen, der ein bisschen Skat spielen kann. So, und hier haben wir den Zwischenstand. Ja, genau. Das Ende der beiden Halbfinale. Und somit stehen die Finalisten fest. Ja, die beiden Sieger, der Joachim und der Markus aus von Tisch 71-2. Und der Roland, der dann als bester Zweiter noch mit dazu rutscht. Günther, wie ist denn das Halbfinale für dich gelaufen? Das Halbfinale, leider Gottes, ist so gelaufen, dass ich keine Karten bekam. Nichts dem zu trotz hat mir also das Finale trotzdem gefallen. In der Niederlage kann man sich die Kraft holen für weitere Siege. 2007 möchte ich bestimmt schon wieder kommen. Jetzt haben Sie sich online qualifiziert, jetzt haben Sie letzte Woche durchgestanden. Ja. Gehen Sie denn jetzt auch wieder ins Internet und denken, ach, bei der nächsten Runde will ich wieder dabei sein? Ja, keine Frage. Ja. Das war hier so ein guter Erfolg. Auch die Organisation war hervorragend. Und ich bin sicher, dass nächstes Jahr noch viel mehr Teilnehmer sind. Ja. Und da ist der Wettkampf eigentlich immer gegeben. Und es macht wirklich großen Spaß. Aber bei der nächsten, sag ich mal, Game-Duell-Skat-Runde, wenn es wieder... Bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Wir sind im Finale.
Markus Bindl, Roland Bünden, Joachim Körner spielen um 50.000 Euro. Davon bekommt allein der Sieger 25.000. Also das ist eine Sache, die sich richtig lohnt. Eine vierte Person mit am Tisch, das ist eine sehr erfahrene Skatspielerin. Sie ist die Schiedsrichterin und sie gibt auch die Karten aus. Also anders als beim normalen Skatspiel, wo der Skat, der Kartengeber wandert, hier ist es immer dieselbe Person. Die Karten sind verteilt. Ja. Thomas, erstes Spiel. Ja, zu beachten ist hier, der Chip, der liegt jetzt beim Joachim, das heißt, er ist jetzt in Vorhand. Es wird gereizt. Ah, der Roland überlegt, was er reizen soll. Er hat ohne 3 Karo in der Hand. Für den wäre das Kart natürlich käme wie gerufen. Ja, natürlich, hätte er ein super Spiel. Aber er traut sich doch nicht und passt jetzt bei 22. Unglaublich. Ich kenne ihn eigentlich so nicht. Also, dass er wenigstens 23 sagt, hätte ich schon erwartet, dass er verhindert, dass jemand ein einfaches Pik spielen kann. Dann wäre er auch ins Spiel gekommen, weil der Markus das nicht weiter als 22 gereizt hätte. Ja, aber ich glaube, bei so einem Turnier und wenn es um so viel Geld geht, da ist selbst der größte Profi ein wenig vorsichtiger. Ja, er spielt ja sehr taktisch defensiv eigentlich, weil er weiß, dass der Markus sehr offensiv rangeht und er hofft eben auch, dass er ihm ein Spiel umbiegen kann. Dann braucht er selber nicht zu viel zu riskieren. Ja. Der Markus hat natürlich jetzt auch zum Superspiel gefunden. 7 Trumpf in Pik, gibt nur 2 Trumpfstiche ab und einen Stich in Karo. Tja, also die große Zeit des Markus Bindl ist noch längst nicht vorbei. Das Kartenglück hält an und er macht einfach auch das Richtige. Der dritte Mann am Tisch, das ist Joachim Körner. Hat auch schon einige Jahre in der ersten und in der zweiten Bundesliga gespielt. Ja, die gibt es auch im Skat. Bist du auch Bundesligaspieler oder Ex-Bundesligaspieler? Ja, ich habe schon erst und zweite Liga gespielt. Habe mich dabei jetzt im Moment ein bisschen zurückgezogen, weil mich der Rauch da eigentlich ein bisschen stört. Die stört der Rauch? Ja, es wird ja leider geraucht beim Skat. Ah, okay. Aber nicht mehr bei den deutschen Meisterschaften jetzt. Die sind jetzt seit diesem Jahr rauchfrei. Sind sie? Also auch dort ist das ein Thema. Hier wird nicht geraucht an diesem Tisch, aber hier rauchen die Köpfe. Ja, genau. Und zwar bei Markus Bindl ganz gewaltig. Man sieht die Anspannung. Die Nervosität ist natürlich ja, da bei so einem Turnier. 10 Augen muss er natürlich mitnehmen. Jetzt müsste er eigentlich den letzten Trumpf abziehen. Das Pik Ass mit seinem Herzbuben. Was macht er jetzt? Er schenkt den Stich. Unglaublich. Tja, der hätte, ja den dem Herzbuben das letzte Trumpf abziehen können. Ja, natürlich. Ja, jetzt bringt er sein Spiel natürlich in Gefahr. Unten rechts sehen Sie also immer den aktuellen Punktestand eingeblendet. 45 Punkte beim Spieler, bei Markus Bindl. 32 Punkte im Moment bei den Gegnern. So, ja, Markus muss jetzt stechen oder abwerfen. Kann eigentlich beides machen. Ja, könnte ruhig stechen und würde die Karo 10 anbieten mit Kreuz König und Karo Ass. Von Roland würde das den Gegenspielern auch nicht reichen. Aber er ist auch sehr nervös. Überlegt lange. Ja, obwohl er macht mir einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck. Roland Bünden, der große Profi, eigentlich der große Favorit des Turniers, der macht mir ein bisschen nervösen Eindruck. Der ja, den Eindruck, den macht der Roland immer. Also, macht er immer. Ja, aber es wird so ein bisschen, als ob ihm gerade so die Zeit wegläuft. Und das ist ja auch der Fall. Er muss jetzt langsam mal ein bisschen aufpacken an Punkten. Ah, er versucht hier zu täuschen, indem er Karo 10 abwirft und die Dame noch in der Hand hat. Tja, und das klingt auch. Ja. Ja, guter Bluff. Geht ja nicht anders. Und 61 für den Einspieler. Das gibt es doch gar nicht. Das ist ja Wahnsinn, dass Trumpf, das nicht schieben. Das gibt es ja gar nicht. Ich muss auf Trumpf einschieben. Kann doch nicht sein. Das hat auch Trumpf, ne? Ja, Pik war Trumpf. Das kann doch nicht sein. Hör mal zu, aber Roland Bünden. Kannst du nicht anspielen? Ja, klar. Hast du nicht Kreuz klein? Kreuz König, Dame 10. Ja, da hätte einiges anders laufen können bei dem Spiel. Da wird jetzt diskutiert, wer hat welchen Fehler gemacht. Wie wir das kennen von der Skatrunde. So, hier haben wir den vorläufigen Punktestand. Ja, und die Diskussionen, die gibt es natürlich immer.
Eine Serie mit 36 Spielen, das ist das Finale. Wir haben uns für 7 Spiele entschieden, die wir Ihnen hier zeigen möchten. Das erste haben wir Sie eben gesehen. Spiel 9 steht auf dem Programm und die Karten werden verteilt. Thomas, du bist Skatlehrer. Ich wusste bis dato nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ist das ein Lehrberuf? Muss man da studieren? Nee, das kann jeder machen, der meint, dass er dazu in der Lage ist. Und ich vermittle eben schon bereits guten Spielern, wie sie noch besser spielen können. Also so ein bisschen taktischen Schliff noch. Ganz genau. Gucken wir mal das Spiel hier. 4. Ja. 7. Ja. Roland hat 30. Hier in Hinterhand. Zwei rote Buben, Kreuz Ass zu dritt, Karo Ass und zwei besetzte 10. Findet noch Pik Ass dazu und kann jetzt natürlich einen Krank spielen. Markus in Vorhand geht bei 30 aus der Karte raus, könnte natürlich ohne 5 bis 54 reizen, macht aber nicht, weil die Gefahr ja zu groß ist, dass er dann einen Buben findet und sich überreizt hätte. Pik Ass, Pik 9 drückt Roland, würdest du genau so? Nein, die hat er gefunden, die hat er gefunden. Pardon, die hat er gefunden natürlich. Die jetzt ist noch nicht angezeigt, was er gedrückt hat. Er wird wohl die Herz 10 und Herz 8 drücken und ein Krank spielen. Ja, darum fragte ich mich gerade gewundert, wieso Pik Ass, Pik 9? Ja, es ist alles klar, also überlegt. Wie erklärt ihr das gerne, Nikolas? Komm ich gerne darauf zurück. Aber er lässt sich Zeit, Thomas. Ja, er ist sehr überlegt, sehr kalkuliert ganz genau. Lässt sich auch nicht anmerken, ob er ein gutes oder ein schlechtes Spiel auf der Hand hat. Und wie du gesagt hast, Herz 10, Herz 8 wandern in den Skat. Er spielt Grand, ohne Zweien. Ja, und der Markus spielt von seiner längsten Farbe. Er hätte natürlich, wenn er einsticht, das Karo Ass bekommen. Macht aber nicht, weil er die zwei besten Buben hat und nicht Gefahr laufen will, dass er auf Karo König eine Lusche kriegt. Jetzt überlegt der Roland lange, ob er einen Buben ziehen soll. Wenn sie verteilt sind, ist ja gut. Wenn nicht, ist natürlich die Gefahr, dass die ganzen roten Karten kommen. Und dann macht er nur noch wenig Stiche. Oder er spielt einfach die Pik jetzt von oben runter, vom Ass weg. Ja, das kann er eigentlich machen. Er spielt sogar die 10 nur. Er spielt die 10. Naja. Das sind so dann die Punkte, die zum Schluss mal fehlen können, wenn da jetzt eingestochen worden wäre. Und, ja, dass das Ass läuft, ist ja eigentlich wahrscheinlicher. Ja. Das zweite Pikvolle wird ja eher noch abgestochen als das erste. Eben darum. Also weiß ich nicht, warum er das jetzt so macht hier. Aber er wird sich was dabei denken. Aber es sieht nach einem relativ sicheren Spiel aus. Ja, mit den 10 Augen in Herz im Keller. Das heißt, gedrückt ist es eigentlich kaum zu verlieren. Wieder doch Pik Ass. Spielt das also hinterher. Tja, Markus überlegt, was er macht. Herz 9, Karo 7. Was schmeißt er weg? Oh, gibt immerhin König dazu. Mhm. Und Stich für die Gegner. Ja, auf dem Spiel hat 7. Trifft genau die Farbe, der Roland nicht hat. Wirft er natürlich ab, der kann nicht die 0 Augen stechen, dann könnte er noch verlieren. Das Herz Ass ist zu Hause. Müsste Herz 9 nachkommen, genau. Kann natürlich nochmal billig die Kreuz-Dame absetzen. Was er auch macht. Jetzt gibt er nur noch einen Stich ab auf den Kreuzbuben. So ist es. Das heißt, das Spiel ist selbst dann nicht mehr zu verlieren, wenn Kreuz Ass mit Kreuz 10 abgestochen würde. Was natürlich jetzt hier nicht so sitzt, dass das passieren könnte. Denn die Gegner haben 35 Punkte, das wären 23 dazu, macht 58. Also ganz genau so ist es. Roland Bünten hat das Spiel nach Hause gefahren. Ist schon sicher gewonnen, ja. Ohne 2, Spiel 3. Ja, das ist doch schon mal ein ganz schönes. Ja, das heißt, dass er jetzt nach diesem Spiel auch wieder die Liste etwas klarer anführen wird. Vor dem Markus, während der Achim schon etwas zurückliegt. Ja, dem war der Kartengott bisher nicht so wahnsinnig hold, dem Joachim Körner. Der hat schlichtweg auch keine wirklich guten Karten bekommen.
Ja, es ist ja noch Zeit. Es ist ja gerade mal erst ein Viertel der Spiele gespielt. Kann sich noch viel tun. Ich hatte nur zwei Buben. Ja, konnte aber da genauso gut eigentlich. Beide konnte er nie haben, dann wärst du ein Karo haben. Da kommt Vorstechen, kann ich auch nicht auf Karo König, nützt auch nichts. Wenn du vorschießt, ist mir ja recht. Das ist so, und die beiden diskutieren wieder und wir schauen uns den Zwischenstand an beim Finale. Konntest nicht haben, die beiden Besten. Bei 6 Karo, du hättest 36 gereizt. Das ist richtig. Das 11. Spiel steht an und dieses Spiel ist ein ganz besonderes, denn hier fällt eine erste kleine Entscheidung, zumindest der erste Spieler bekommt richtig Probleme. Die Karten werden verteilt und natürlich mit Spannung wird das Blatt aufgefächert und hier sehen wir, was die drei Kontrahenten haben. Hat jeder ein Spiel in der Hand, kann man sagen? Ja. 20. Ja. Ja, aber Joachim Körner natürlich mit drei Buben immer ganz stark vorne. Er kann am meisten reizen. Aber erstmal reizt er den Markus gegen den Roland. Markus hat einen Pik ohne 4. Mit beiden Trumpf vollen, 5 Trumpf und 2 Asse in der Beikarte. Wird er aber wahrscheinlich nicht ausreißen. Ja, da passt er schon bei 24. Kennst du das ausgereizte Spiel? Ah, in Mittelhand ist das sehr gefährlich. Ja. Aber der Skat hätte natürlich super gepasst, hätte ein schönes Spiel gehabt, aber ist doch zu riskant. Der Roland hat erstmal das gehalten, passt jetzt natürlich bei 40, die DDR im reizt. Roland hat hier Karo ohne 2 Hand gereizt. Ohne 2, spielt 3 Hand, 4 mal 9 sind 36, musste bei 40 passen. Ja, aber Joachim wird ihn mit Sicherheit nicht ans Spiel kommen lassen, denn er hat zumindest ein bombensicheres Kreuz. Und mit ein bisschen Mut und ein bisschen Mut zur Lücke auch ein Grand. Und den spielt er auch. Kreuz hätte er jetzt ja nur noch Hand spielen können. Noch Hand spielen können. Das wäre eigentlich die sicherere Wahl gewesen. Aber er spielt ein Grand. Aber er guckt rein, will natürlich was finden, findet keine Verstärkung. Das wird er drücken, was er findet, und muss jetzt den Grand spielen. Aber er muss auch den Grand spielen, denn er liegt ja hier etwas zurück in Punkten hinter den beiden anderen. Also ja, es ist ja immer noch Zeit. Er liegt zwar etwas zurück, aber das ist die Frage, ob man nicht schon zu viel riskiert. Ja. Wenn er den jetzt verliert, dann hat er erstmal doch ganz schön Boden verloren. So, den Buben hat er abgezogen. Das macht er jetzt gerade. In diesem Moment. Die Partei hat schon 36 Augen liegen. Ja, und jetzt wäre es natürlich ein Traum, wenn die beiden Kreuz verteilt wären. Die schlechte Nachricht, sie sind es nicht. Beide Kreuz liegen also bei Markus Bindel. Und Roland könnte jetzt natürlich hier richtig was reinschmieren. Ja, was macht er? Wird er auch eine 10 kommt und das Ass. Das sind 24 Punkte, das macht. Sind genau 60. Wir haben 60 bekommen. Schmeiß das. Kann es nicht ändern, wenn es so sitzt. Ich habe gerade überlegt, wenn du die Kreuz nicht länger hast, mache ich noch einen anderen Stich. Konnte ich vorher spielen. Also Ass, König, Dame, Kreuz war nicht möglich. Ja, da wird theoretisiert, aber. Ja, der Roland das, jetzt. Ja, und den Joachim interessiert das alles überhaupt nicht mehr. Der kann natürlich auch zählen. Der gute Skatspieler, der weiß immer ganz genau, welche Karten draußen sind, welche noch drin sind und wie viele Punkte jeder hat. Ein Schulstück. Du musst wechseln auf Pik, sonst geht's. Grand mit 2 verloren. 60. Mhm. Grand mit 2 verloren, das ist bitter. Der Zwischenstand zeigt uns ein Zweimann-Finale, denn Joachim ist quasi aus der Partie. Thank you.
Wir steigen ein in Spiel Nummer 13 und noch immer geht es natürlich um 25.000 Euro. Ja, und dieser Mann hat schlechte Karten, denn mit dem verlorenen Grand eben ist er quasi aus der Partie. Also Roland gegen Markus. Wem rechnest du, Thomas, die besseren Chancen zu? Ja, Roland ist natürlich der klar bessere Spieler. Ist nur die Frage, ob er auch gute Karten noch kriegt. Der Markus ist natürlich unberechenbar. Seine Art, er reizt also volles Risiko und wenn er mit dem Glück hat, kann er alles erreichen. Ja, in dem Fall haben alle drei kein ganz besonders gutes Blatt erwischt. Am ehesten noch Joachim vielleicht, obwohl... Ja, er ist auch in Vorhand jetzt. Ja, sieht aber auch durchwachsen aus. Ja, Kreuz Bauer, zwei Asse, drei Zehen in der Hand. Maximal ein Vier-Trumpf-Spiel im Moment. Ja, er findet ja irgendwas. Irgendwas findet er natürlich, klar. Könnte ein Krang werden, könnte ein Herz werden, kann ein Kreuz werden. Könnte auch eine Pik-Lusche und eine Karo-Lusche drin liegen, da hat er ein Problem. Ja, aber er hat ja jetzt Kreuz 9 Herz-Dame gefunden. Ja. Muss natürlich jetzt, da 22 gereizt ist, Kreuz spielen, kann kein Herz mehr spielen. Lässt er 10 doch oben stehen. Drückt die beiden Karos weg. Na, schauen wir mal. Er hat natürlich nur noch eine rein theoretische Chance, denn der verlorene Grand eben im letzten Spiel, das wir gesehen haben, das hat natürlich viele, viele Punkte gekostet. So, jetzt zieht er die Trümpfe runter. Ja, stehe natürlich 5-5 dagegen, jetzt wird es schwer. Das ist natürlich ganz bitter. Also Joachim, muss man wirklich sagen, ist nicht vom Kartenglück verfolgt heute. Nee. Wenn er das auch noch verliert, dann ist er wirklich aus dem Rennen. Und das sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus für ihn. Vielleicht ganz kurz ein Wort, Thomas, zur vierten Person am Tisch. Wer ist die Dame links im Bild? Das ist Claudia Thehn aus Nürnberg. War schon Weltmeisterin. Noch viele andere Erfolge schon verzeichnet. Und die agiert hier als Schiedsrichterin, als Kartengeberin. Passt also mit Argusaugen auf, dass hier nicht geflunkert wird. Kann denn da überhaupt einer, wenn er es wollte, in irgendeiner Form so ein bisschen schummeln? Ja, jetzt nicht. Sie ist ja, sie passt ja auf, aber... Also das ist beim Turnierskat eigentlich kein Thema. Nein, absolut nicht. So, Roland nach wie vor sehr, sehr konzentriert. Für mich wirkt er fast ein bisschen nervös, während Markus, eigentlich der Amateur am Tisch, der Laie gegenüber Roland, für mich völlig abgeklärt und souverän wirkt. Ja, das ist erstaunlich. Ja, für einen Mann, der noch nie bei einem großen Turnier mitgespielt hat, geschweige denn vor einer Fernsehkamera, macht der gute Markus Bindel eine extrem gute Figur. Ja, finde ich auch. So, 46 Punkte für Joachim, 25 haben die Gegner, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Joachim legt die Herz 10 dazu. Er versucht auch zu täuschen, aber Roland hat natürlich den Überblick und weiß, dass er noch ein Herz in der Hand hat, die Dame. Jetzt muss Markus natürlich auch die Nerven behalten, das macht er und schmiert das Karo Ass. Damit ist das Spiel verloren. Vollkommen richtig. Habe ich doch das falsche Spiel getan. Muss ich machen. 64 Augen für die Gegenpartei. Er hat mich geblufft mit dem Reizen. Tja, und das sagt es Joachim, der hat mich geblufft mit dem Reizen. Also... Der Zug ist abgefahren. Hier sehen wir es auch nochmal im Zwischenstand. Ja, und auch Markus muss sich jetzt ranhalten, um Roland noch zu packen. Weiter geht es mit Spiel 19 und langsam steigt auch die Kommunikation am Tisch. Langsam reden die Spieler mehr miteinander. Am Anfang war es doch sehr, sehr ruhig, aber jetzt kommt so ein bisschen Bewegung zumindest hinein ins Spiel. Jetzt haben wir genau Halbzeit. Der Roland führt ganz knapp noch vor Markus, der ist wieder aufgekommen. Und Joachim ist weit abgeschlagen, also es geht jetzt eigentlich nur noch zwischen Roland und Markus. Ja, und Roland hat zumindest ein interessantes Blatt auf der Hand. Ja, er hat drei Bauern mit Kreuzbube. Ein Ass in der Hand, eine 10. Ja, da könnte er bis 24 reizen. Denn er möchte sicher nicht zulassen, dass hier einer der Gegenspieler 0 spielt. Denn das ist ja eine gute Anlage für ein Kreuzspiel. Könnte auch ein Krank draus werden, wenn er noch einen Ast findet oder
Ein Pik Bauer liegt auch ein sicheres Spiel. Aber er scheint sich nicht ganz so sicher zu sein, lieber Thomas, denn er kämpft mit sich. Der Markus reizt natürlich offensiv. Ich passe. Da? Passt er doch bei 23? Bei 23 schon. Passt er. Ja. Interessant. Das ist ja eine spezielle Situation. Er spielt ja jetzt praktisch nur noch gegen Markus. Es wäre also für ihn wertvoller, wenn Markus ein Spiel verliert. Natürlich. Als wenn er selber eins jetzt riskiert. Gut, aber mit drei Buben, die er auf der Hand hat, also sechs Trumpf hat er mal auf jeden Fall, denn irgendwas wird er ja finden. Ja, aber er kann natürlich bei 23 oder wenn er 24 dann hält, nur noch Kreuz oder Krank spielen. So, jetzt spielt der Gegner 0. Ja. Und jetzt wird's interessant. Das ist kein sogenannter eingemauerter 0, also einer, der eigentlich nicht zu verlieren ist, sondern der ist nicht ganz so stark, dieser 0, würde ich sagen. Ja, da kommt Roland mit der Platz 8 raus. Da kann Markus schon das Pik Ass wegwerfen. Joachim ist am Spiel. Tja, und Joachim überlegt natürlich, wie spiele ich das jetzt, dass ich keinen Fehler mache. Kreuz Ass. Naja. Na, ob das so geschickt war. Und ist natürlich weiter dran. Thomas, was würdest du machen an seiner Stelle? Er sollte sehen, dass er Roland irgendwo einen Stich kriegt. Der Kreuz 7, klappt das jetzt auch? Ja, und Markus schmeißt die 10er, blufft. Er blufft nochmal. Jetzt kommt natürlich sofort die blanke 9 von Roland. Jetzt schnell gespielt. Da muss der Joachim jetzt natürlich. Was hat er da gemacht? Er ist drunter geblieben, statt mitzunehmen und einfach die 8 nachzuspielen. Ist kaum zu glauben, was der Joachim hier leistet. Er scheint doch völlig von der Rolle zu sein, nachdem er die beiden Spiele verloren hat. Da macht sich doch auch die Nervosität, die Anspannung bemerkbar. Ja, und jetzt ist das Spiel gelaufen. Ja. Der hat diesen doch sehr wackeligen Null durchgebracht. Ja, Roland kann es nicht glauben, was hier passiert. Doch, ich habe den Fehler ja gemacht. Und sieht jetzt schon, gepennt, dass der Markus hier ihn an ihm vorbeizieht. Und Joachim sieht seinen Fehler auch sofort ein. Punktestand, Markus ist vorne, Roland in zweiter Position. Es wird richtig spannend. Ich mitnehmen und fertig, ich bin Knarrspiel. Da bin ich weg, ja. Du warst sauer, ey. Ja, also ich kenne ihn von vor 5 Jahren von einem Seefeldskat-Turnier und wir haben immer angenehm gespielt. Ist auch jetzt angenehm, aber diese zwei Spielzüge, die habe ich von ihm eigentlich noch gar nie erlebt. Das kann ich mir im Nachhinein nur erklären, dass er so konfusioniert war, weil er nur zwei gute Spiele verloren, die er auch hätte lösen können, wenn er das richtige Spiel tauft. Hat sie schon entschieden? Nein, noch nicht. Warum noch nicht? Ich denke, Roland wird noch kämpfen. Also Spieler 2, nehme ich mal an, hat keine Chance mehr. Ist erledigt. Es sind noch 11 Spiele und ich denke, da kann man das nicht mehr aufholen. Aber zwischen Spieler 1 und 3 ist meiner Meinung nach noch alles offen. Ich denke, Roland hat für das, wie er sonst spielt, relativ defensiv gespielt. Und er wird das wohl jetzt als falsche Entscheidung sehen. Es wird immer dramatischer. Wir nähern uns der Entscheidung. Spiel 26. 134 Punkte hat Markus mittlerweile Vorsprung auf Roland. Ja, Roland ist in Vorhand jetzt. Kreuz Bauer, Kreuz 10 zu dritt, Pik Ass Karo Ass. Geht bei 24 raus. Der Markus hätte natürlich einen Karo Hand spielen können. Hier mit 7 Trumpf, 3 Buben, gibt nur 3 Stiche ab. Aber macht er nicht wegen der blanken Pik 10. Ist ihm doch zu gefährlich, aber findet jetzt schlecht. Mhm. Muss aber jetzt einen Krank spielen. Wenn er praktisch nur gewinnen kann, wenn Karo verteilt ist. Also er wird die Kreuz 7 und die Herz-Dame drücken, schätze ich mal, oder? Wie würdest du drücken? Ja, dann hat er das Problem mit der Pik 10. Also bietet sich auch an, Pik 10 Herz-Dame zu drücken. Mhm. Könnte auch Pik 10 oben lassen. Das
Aber er muss darauf setzen, dass Karo verteilt ist. Ja, aber du bist der Lehrer, du musst mir das jetzt beibringen. Würdest du die 10 oben lassen mit der Pik 8 oder würdest du sie drücken? Ja, das ist... Man weiß ja nie, ob da jetzt die Farbe rauskommt. Wenn er den Pik 10 oben lässt, muss er auch hoffen, dass Pik Ass auf den Tisch kommt. Dann kann er natürlich mit Pik 10 an den Stich kommen. Ja, aber Herr Stadtlehrer, da bin ich jetzt noch nicht schlauer. Ich will wissen, was du gedrückt hättest. Ja, ich hätte es wahrscheinlich genauso gedrückt. Genau, gedrückt ist ja. Gut, also... Es kommt immer auf die Situation an, man muss ja auch die Gegner studieren. Ist das einer, der die Asse zieht oder der was mal von der 10 wegspielt? Also dann kommt hier so ein bisschen auch das, was beim Pokern wichtig ist, den Gegner studieren, genau. Den Gegner taxieren. Ja, und Roland überlegt hier ganz genau, was soll er ausspielen. Er hat ja den höchsten Trumpf, er hat 2 Asse, die will er nicht ziehen, denn das könnte ja gerade die lange Farbe von Markus sein und entscheidet sich jetzt von Herz König zu Tritt zu spielen. Wundert sich, dass der Markus kein Herz hat, das heißt also hier auch im Herz Ass. Und spielt jetzt nur Herz 10 nach, der hätte besser Kreuz Ass gespielt, dann hätte er noch die 2. Farbe geklärt und Roland hätte genau gewusst, wie die Karte verteilt ist schon mal. So konnte sich Markus entledigen seiner Schwächen. Ja, Roland hätte auch auf die Herz 10 Herz König geben müssen eigentlich, denn jetzt kann Markus das Spiel nicht mehr verlieren, da die Karos verteilt sind. Die Gegner haben Ass 21, auf die Karolusche fällt jetzt König und Ass auf 36. Da muss er den nächsten Stich wieder stechen und dann können die Gegner nur noch Karo 10 mit Kreuz Ass und Kreuz Bube auf 59 bekommen. Das heißt, das Spiel ist jetzt nicht mehr verlierbar, aber da hat er Glück gehabt, weil die Karos verteilt waren. Tja, wenn die nicht verteilt gewesen wären, sprich auf einer Hand, dann hätte er das Spiel wahrscheinlich verloren. Gar keine Chance gehabt. Ja, und damit ist das Spiel entschieden. Und dem guten Roland, dem geht es ein bisschen so wie seinem Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach. Er verliert Punkt um Punkt, Boden um Boden. Hier sehen wir das nochmal im Zwischenstand. Das letzte Spiel steht auf dem Programm. Und 25.000 Euro ganz nah vor den Augen von Markus Bindel. Thomas, die Entscheidung ist nah. Die Entscheidung ist schon gefallen, denn Markus hat schon über 400 Punkte Vorsprung auf Roland. Das kann er im letzten Spiel nicht mehr verlieren. Markus hat also hier die 25.000 Euro gewonnen und damit hat der Hobbyspieler hier die Profis bezwungen. Unglaublich. Ja, und Joachim Körner hat hier das Spiel nochmal an sich genommen. Ja, er kriegt nochmal ein schönes Blatt. Leider zu spät, er liegt also weit hinten und das Spiel ist nicht mehr bedeutungsvoll für den Ausgang. Hätte er fast nochmal einen Grand wagen können, ganz wackelig mit dem Blatt. Ja, kann er nutzt nichts mehr, weil er hätte er machen können, aber er will nicht nochmal eins verlieren. Kreuz. Gewinnt lieber einen sicheren Kreuz. Tja, Sie sehen, meine Damen und Herren, jeder kann hier gewinnen. 25.000 Euro kriegt also der Amateurspieler in Anführungszeichen, denn er hat bewiesen, dass er viel mehr ist als einfach nur ein Skat-Amateur. Er hat hier ganz, ganz große Souveränität gezeigt. Er hat großes Skat gezeigt. Markus Bindel aus Neumarkt bei Nürnberg hat hier also das Turnier gewonnen. Er hat sich qualifiziert online für die Skat Masters. Das kann jeder andere auch. Und vielleicht sitzen beim nächsten Finale der Skat Masters schon Sie an diesem grünen Tisch. Die neue Saison ist bereits gestartet. Seit gestern kann man online wieder dabei sein und vielleicht dann dieses Siegerlächeln auflegen. Das ist der Endstand. Markus Bindel gewinnt mit 1489 Punkten. Zum Schluss relativ deutlich vor Roland Bünden. Und mit den Bildern des strahlenden Siegers darf ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht und wir sehen uns wieder bei den nächsten Skat Masters. Was machst du denn jetzt mit dem Glück? Tja, gute Frage. Wahrscheinlich erst einmal schön wegfahren in Urlaub und dann nochmal weiterschauen. Hast du dir schon ein Motorrad ausgesucht? Sowas brauche ich nicht. Wohin geht denn der Urlaub, wenn du in Urlaub fährst? Ich gehe wahrscheinlich eine Woche zum Skifahren, ein bisschen Party, ein wenig Spaß haben. Aber mit dem Gewinn kann man aber ein bisschen mehr als eine Woche Spaß haben, oder? Kommt drauf an, wie man Spaß hat.